Hallöchen hier zurück bei Minecraft. Das braune Pferd hat sich, glaube ich, ein bisschen eingelebt hier zwischen den anderen Weißen. Wir können die mal züchten eigentlich, ne? Wir hatten ja das letzte Mal eine recht lange Reise hier unterwegs in die unendlichen Weiten dieser Welt, die gar nicht so unendlich weit sind, sondern wo wir eigentlich schon mal waren und eigentlich waren wir noch viel weiter. Aber es klingt gut, wenn man das so sagt. So, ich bin mal faul, ne? Ich werde mal einfach spontan faul hier. Lalala, lalala, lop, dop, dop. Jetzt gehe ich nicht mehr die 3 Meter da bis zum Haus hin, bis zum Berg. Hallo Hund. Ist ja zu blöd. Wir haben noch einen Minecart. Was soll ich da noch zu Fuß gehen? Das ist genauso wie die Leute, die 20 Meter zum Bäcker mit dem Auto fahren. So, was haben wir hier? Goldene Äpfel hätte ich gerne. Goldene Äpfel. Äpfel, 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 Äpfel. Hallo, da ist einer. Nügees, 3 Nügees haben wir da. Ich glaube, wir haben da noch mehr von, ne? Hier hinten in den anderen. Warte mal. In den anderen Kisten. Hier sind vollkommene Goldbaronen. Hier ist ein Goldbaron. Der beherrscht uns alle. Nuggets, 5 Stück. Ach, wunderbar. Können wir uns einen Apfel hier draus basteln? Ich glaube, da braucht man da. Oh, da braucht man auch einen Apfel für, ne? Wär ganz sinnvoll, wenn man für einen. Ich hätte gern ein Auto. Vielleicht brauche ich dafür ein Auto. So ungefähr war das. Halt ein goldenes Auto. Braucht man auch trotzdem ein Auto für? Oder was ist ich? Braucht man keinen Apfel für? Warum braucht man da keinen Apfel für? Bin ich zu blöd oder was? Goldene Äpfel? Die habe ich doch schon mal hergestellt. Brauche ich da keinen Apfel für? Brauche ich da Weizen für vielleicht? Dass ich aus goldenem Weizen einen goldenen Apfel mache? Bin ich jetzt blöd oder so? Oh, ich dachte, das wäre so gewesen. Ist der Apfel nicht reif genug gewesen? Warte mal, ganz kurz muss ich das eben nachschauen. Das ist mir... Goldener Apfel. Minecraft. Ja, lad schneller. Das ist... Ah, da braucht man doch Barren für und keine Nuggets. Na, herzlichen Dank auch. Warum keine Nuggets? Ich dachte, da bräuchte man Nuggets für. Ich dachte, da bräuchte man Nuggets. Die Goldbarren ist aber ein bisschen übertrieben jetzt. Können wir aus den Dingen irgendwie Gold machen? Nee. Dann machen wir es halt so. Wow. Ist doch teurer als gedacht, aber es geht. Es könnte schlimmer sein. Ich meine, Gold haben wir ein bisschen was. Also hatten wir mal ein bisschen was. Das war auch schon mal mehr, ne? Aber so, also wir züchten einfach mal uns 2 Pferdchen hier zurecht. Ich hoffe mal, dass dann ein braunes Ball rauskommt, wenn man ein weißes und ein braunes miteinander kreuzt. Falls nicht, dann vielleicht kommt ein Zebra-Ball raus oder so. Man weiß es nicht. Oder so eine gefleckte Kuh mit braun mit weißen Flecken drin. Das wäre auch nett. Vor allem, dass aus einem Pferd dann eine Kuh wird. Das ist genauso wie, wenn aus einem Weizen ein Apfel werden soll. Lalalalalala. Geht das auch, wenn ihr angeleint seid? Habt ihr dann trotzdem Böcke? Fupp. Fupp. Ich hoffe mal, das stört euch nicht in eurer Ausübungskraft. Oh, das ist tatsächlich so. Ja, das ist ja mal der Knaller. Ich habe das nur aus Spaß gesagt. Das ist ja schön. Hallo. Hallo, du bist etwas Besonderes. Hallo. Ah, ist ja cool. Ja, das darf jetzt frei herumlaufen. Da habe ich jetzt echt nicht mit gerechnet, muss ich ja sagen. Und das Minecart steht jetzt da hinten. Toll. Ah. Es ist schon dunkel genug zum Schlafen, nicht so, ne? Das ist ja schön, dass wir da jetzt ein gesprenkeltes Pferd haben. Das heißt, da können wir quasi eine geheime Landkarte irgendwie drauf einzeichnen. Da muss irgendwo ein Kreuz hin. Und dann ist es eine geheime Landkarte, weil das sind dann, ne, das Braune ist dann, ist dann Wasser und das Weiße sind dann Inseln. Die da sind. Kennt man ja, ne? Ja, müssen wir nur noch ein Edding craften, damit wir da ein Kreuz drauf machen können. Vor allem, na, das ist ziemlich sinnlos. Also wenn wir da quasi ein Kreuz machen würden, dann müssten wir ja schon irgendwie wissen, wo da ein geheimes Schatz versteckt ist.
Oder aber es würde eigentlich so funktionieren, dass es magische Schatzkarten gibt, die halt in der Form magisch sind, dass man da eigentlich überall ein Kreuz drauf machen kann. Und dann in dem Moment, wo man das Kreuz macht, entsteht an der Stelle ein Schatz. Ja, das heißt, man sucht sich quasi selber aus, wo der Schatz ist. Nur das darf halt nicht in einem gewissen Umkreis von einem selber sein, sonst wäre das zu einfach. Sonst zeichnet man den Schatz versehentlich genau auf seiner eigenen Position ein. Allerdings erscheint der Schatz dann über einem, ne, da oben. Und da hier ja auch irgendwie mehr oder weniger Schwerkraft gilt, manchmal, ne, hier in Minecraft, dann, oder halt allgemein auf der Welt, dann entsteht der Schatz und fällt auf einen runter und dann ist man tot. Dann ist man von seinem eigenen Schatz erschlagen. Ja. Das kennen sonst nur Leute, die Stress mit ihrem Ehepartner haben, aber das ist ein anderes Thema. So, meine Stimme klingt gerade noch so ein bisschen, als ob man die durch so ein Stück Sandpapier gerieben hätte. Liegt daran, weil ich gerade eben erst aufgestanden bin. Damit heute noch hier Folgen und so kommen. Deswegen hat es sich spontan gerade mal überschlagen. Wie ein Trapezkünstler. So, hier, das Knöchel kann weg. Knochen kann weg. Hier, die Eisen. Warum haben wir eine Eisenspitzhacke dabei? Da haben wir. War das wegen. Weil die andere fast kaputt ist. 10 Level haben wir. Ich wollte ja gerne. Genau, ich werde gleich mal. Genau, hier, die können wir mal fleißig vor sich hin spawnen. Was ich machen wollte jetzt, ist, dass ich. Wobei, die nehme ich mal mit. Die brauche ich da unten, glaube ich. In die Nether gehe und dort ein wenig optimiere. So heißt es, glaube ich. Dass wir da die Falle ein wenig optimieren können, umändern können. Dass die ganzen Monster uns nicht sehen können. Ich hoffe mal, das geht. Das heißt, es muss auch nur einen tief sein. Und da brauche ich die Slabs eigentlich überhaupt gar nicht mehr für. Ist egal. Ich habe mal die Monsterzufuhr ausgestellt. Ich hoffe mal, das reicht komplett, um alles hier zu beleuchten. Ne? Sollte eigentlich. Ja, sieht ganz gut aus. Dass hier keine Monster mehr nachkommen. Das ist ja ein bisschen ungünstig, wenn wir da gerade drinnen am Basteln sind. Und dann besuchen uns da ein paar Kollegen und sagen, ja, hi. Ja, und dann haben die uns begrüßt. Das wollen wir ja nicht. So. Hallo Hund. Jetzt bin ich eigentlich zu weit gefahren, ne? Schwupps. Ist egal. Kriegen wir hin. Ich bin echt zu weit gefahren. Der Weg zurück ist ja fast weiter als hier von direkt da hinten da hierher. Was für ein Unsinn. Da habe ich nicht nachgedacht. Das Minecart stand einfach so verführerisch rum. Hat mich angelacht und gesagt, hey du, fahr mit mir. Ich nehme dich mit. Wo du noch nie warst. In deine Stadt, die du noch nie selbst gebaut hast. Ach, hier wird gefallen. Ne, erstmal hier oben, das muss noch alles ein bisschen abgedichtet werden, dass die da nicht so weit fallen können. Und nicht oben drauf stehen können hier. Und auch die zweite Ebene da ist jetzt nicht so gemacht dafür. Die kleinen Viecher kommen hier natürlich durch, das ist ein bisschen ungünstig. 14 Level haben wir jetzt hier. Der Kollege hängt, glaube ich, oben. Genau, jetzt sieht das so aus, dass ich, ich immer fleißig reingehe. Der hängt da wirklich. Da oben sind noch einige. Das ist ja mal fies. Ich hoffe mal, die fallen nicht unbedingt direkt auf uns. Ich mache hier mal alles weg. Und, wie mache ich das denn da jetzt? Ich glaube, eigentlich müsste ich da nach ganz oben, oder? Zumindest hier vorne der Bereich darf schon mal weg. Da hängen jetzt echt zu viele Typen rum. Ich muss da von oben ran. Das geht sonst nicht. Sonst sterbe ich hier alle 2 Meter. Und das hatten wir schon mal hier unten. Das will ich nicht nochmal. Ich bräuchte einen einfachen Weg, wie ich da hochgehen kann. Warte mal, das mache ich mir jetzt mal. Hier hätte ich gern hier vorne so. Weil ich habe keine Leiter dabei. Verdammt. Leiter hätte ich gerne. Leit, komm her. Dann machen wir uns das halt selber. Wie viel brauche ich denn da? 21? 24? 24 reicht auf jeden Fall. Weil die sollen ja da nur 23 tief fallen, soweit ich mich erinnere. Ich kann das auch hier schon machen, oder?
Ja, kann ich mir nur noch Leitern sparen. Aber ich mach das mal hier. Genau, nehme mal die andere hier, damit ich nicht, weil jetzt kann ich das wieder nehmen. Weil es ja immer so schnell geht hier. Oh. Na, geh weg. Du, the Leiter. Warum ich das jetzt hier reingelegt habe, weiß ich auch nicht so ganz. Ich hatte gehofft, es sähe cool aus. Aber ich sag mal, Hoffnung ist ja so eine Geschichte für sich. Lalalalalala. Ich hoffe mal, dass uns hier nichts entgegenkommt. Nichts, was uns irgendwie in irgendeiner Form umbringen könnte. Auch Dinge, die uns nicht umbringen können, sollen uns mal nicht entgegenkommen hier. Ein wenig Licht. Wir kommen auf jeden Fall der Oberfläche näher, das kann man ziemlich hören. Die sind immerhin alle hinterm Zaun eingeklemmt, aber trotzdem, das ist ungünstig, dass sie hier oben sind. Da oben dürfen wir einfach keinen, hier darf kein Zaun hin. Die dürfen da nicht stehen können. Der steht, also dass sie im Portal stehen, das ist ja fast normal. Das ist ja, sobald der nächste dann käme, schubsen die sich ja gegenseitig darunter. Oh. Wird auf uns geschossen? Und auch, ich würde auch diesen Bereich hier einmal komplett noch ummauern wollen, ehrlich gesagt. Boah, ey, geh mir weg. Wo ist das Viech? Hier wird nämlich geschossen. Warte mal, machen wir es so. Ich hätte das einfach hier in der Höhe durchziehen sollen. Warte mal, machen wir es so, dass das hier zu ist, dann da auch noch zu. Und dazwischen können wir dann wieder Zäune machen, damit wir auch was sehen können. Damit man checken kann, ob da irgendwie noch Leute drin hängen. Das ist dann zu klein. Man hätte es auch aus Glas machen können, das ganze Ding hier. Hallo, wo ist denn das Viech? Schießt er auf uns wenigstens? So. Das sollte ja jetzt passen. Das heißt, hier ist unser kleiner... Ja, mach mal so. Das geht, ne? Das sollte gehen. Das heißt, die fallen dann hier direkt runter. Ah, so schöne Erfahrung hier. Oh, Erfahrung. Oh, schön. Das war echt schön. Das hätte was. Hatte viel Schönes und ein bisschen Erfahrung. So, jetzt hier hoch. Ich hoffe mal, das reicht hier von der Menge her. Das reicht. Das wird keinesfalls reichen. Ich mache nämlich den Gang hier wieder schmaler. Die sollen nur diesen kleinen, schmalen Weg darunter fallen können. Dass das funktioniert, haben wir ja bei der anderen Falle schon gesehen. Wo wir die direkt vor Ort abgeerntet haben. Von daher, warum hier auch nicht? Warum nicht hier auch so rum? Warum nicht auch hier? Hier auch nicht, warum? Nicht auch hier, warum? Warum? Hä? Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Falls nicht, dann habt ihr den Sinn von Grammatik nicht verstanden. Die andere Seite müsste eigentlich genauso zu, ne? Da habe ich mir diesen wunderbar schönen breiten Weg hier gemacht. Und dann brauche ich das überhaupt nicht. Das ist ein bisschen schade. Ein bisschen. Aber ich sag mal, so ist es noch optimierter. So muss man, so bleibt ja nicht die Hälfte der Viecher oben hängen. Das war jetzt ja oben da auch so voll, weil da kam jetzt keiner mehr hin. Deswegen, bevor hier unten dann tatsächlich die Leute herkommen, würden die erstmal komplett da oben stehen bleiben. Das hat erstaunlicherweise gereicht hier. Blöderweise brauche ich hier noch mehr. Ich mach das Ganze hier runter, ne? Ja. Ja, das ist schön und gut hier. Das Zeug kann auch weg. Wobei, das sieht eigentlich ganz cool aus. Finde ich, mit so einer Kante hier. Weil die Kante dann auch hier vorne... Ey, ich brauche hier Nietersteine. Warum habe ich... Ich habe immer alles irgendwie, aber nicht das, was ich brauche. Hier sind auch keine drin, natürlich nicht. Dann, können wir noch welche hier rauskloppen. Schwupps. Ist schön, man braucht nur einmal gedrückt halten. Schon hat man gleich fast 10 Stück. Die Spitzhacke geht dabei natürlich auch tierisch schnell kaputt.
Aber was soll's. So, hier. Wie machen wir das da? Wenn man das jetzt so macht. Genau, könnte man dann hier hinterstehen. Das muss nämlich weg. Und hier müssen dann die Half-Steps hin. Und hier der ganze Bereich muss dann noch zugemacht werden. Die sollen nicht hier oben drauf landen. Oder? Na, vielleicht. Na. Ich mach das mal. Ich sollte die andere Spitzhacke nehmen hier. Ich mach das mal wieder so halbwegs weg hier. Falls es nicht klappt, machen wir das später halt nochmal wieder dran. Das geht dann ja bestimmt. Und hier kommen jetzt die halben Viecher rein. Das heißt, die stehen ein bisschen höher als wir. Und sollten uns dann eigentlich nicht mehr sehen können, meine ich. Jetzt können wir hier direkt ran und können auch alles hier mitnehmen. Das ist nämlich sinnvoller als das, was ich da vorher gemacht habe. So, 16 Level. Hi, was willst du denn hier drinne? Wie ist der da reingekommen? Ach, da hinten ist die Tür. Verdammt. 16 Level haben wir. Das heißt, wir brauchten ja 18, um die Spitzhacke zu reparieren. Es sei denn, wir brauchen jetzt wieder mehr, weil wir da... Es ist Nacht, verdammt. Weil wir da nochmal mit drum herum geknüppelt haben. Ich hoffe mal nicht. Und falls doch, dann hoffe ich mal, dass hier... die Monster recht schnell kommen und effizient sind. Eigentlich bräuchten wir noch weitere Spawner hier in der Gegend. Fände ich super. Ehrlich gesagt. So, ich hau mich erstmal ins Bett. Natürlich erstmal eine komplette dicke Ofenkartoffel, so ein 2-Kilo-Stück erst nochmal, bevor man ins Bett geht, sich reinpfeifen, damit der Magen auch beruhigt im Bett ist. Kennt man ja. Ne, erstmal noch einen dicken Döner und dann erstmal schlafen gehen. Ist immer super. Das ist Quatsch, wir haben so viel Fleisch. Achso, Knochen kommen auch hier rein. Mir fehlt so ein bisschen die Krempeltruhe hier hinten, hier vorne. Die fand ich ein bisschen zentraler als da hinten. Na, also mit den ganzen Baumaterialien. Ich nenne es liebevoll Krempel. Dass wir hier Zäune und solche Geschichten reinschmeißen können. Leitern haben wir auch nur noch 29, das ist super. So, das sind die normalen, genau. Wir haben einigermaßen viel Holz, muss ich sagen. Also da zumindest hier, das lässt ein bisschen nach. Selbst das Tropenholz ist weniger geworden, obwohl wir da eigentlich so viel gehabt haben, stellenweise. Das war zwischendurch echt eine Menge. Obwohl wir nur 3 Bäume weggehauen haben. Oder sagen wir mal 5. Vielleicht auch 7. Es darf nur keine gerade Zahl sein, weil dann kann man es zählen. Oh, das war das Wasser. Ist ja hier... In der Gastronomie, sage ich mal, ein gern gesehener Trick, dass man halt keine gerade Zahl irgendwelcher Sachen auf den Teller tut. Oder ins Getränk oder was weiß ich was. Weil das sieht dann zu symmetrisch aus. Habe ich zumindest so gehört. Was eigentlich auch ziemlich dämlich ist, weil 3 Sachen kann man genauso gut zählen wie 4. Aber dann nimmt man, glaube ich, entweder 3 oder eher 5. Aber sowas Grades eigentlich eher weniger. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Wir müssen das nochmal eben testen hier. Mit einem Diamant. Wobei, ist eigentlich egal. Ich kann einfach erstmal gucken hier. Da wird fleißig gespawnt. Vielen Dank. Stimmt, ich brauche da einen Amboss für. Schauen wir doch nochmal eben nach, wie viele Level ich eigentlich brauche. Weil ich würde die Spitzhacke ungern verlieren wollen. Vor allem ist es billiger, die halb wieder heil zu machen. 34. Achso, stimmt. Das war ja, ich muss ja nur einen nehmen, ne? 21 sind es mittlerweile. Das ist dann auch nicht so komplett wieder heile. 26, wobei 26. 31. Naja, müssen wir uns mal überlegen, ob sich das lohnt, weil die Verzauberungen sind halt ziemlich geil. Also dafür, dass es halt, das ist halt immer so zu zusammengedingens worden. Hier, ihr wisst schon. Weil wir haben ja noch die anderen Hacken. Vielleicht kann ich da auch einfach mal welche von benutzen. Effizienz 4, Haltbarkeit 3. Das ist die Behutsamkeit, die würde ich gerne behalten. Hier, Haltbarkeit 3, Look 3, Effizienz 4. Effizienz 4, Look 2. Ja, so eine Sache, ne? Eigentlich könnte ich die hier noch quasi weiter hochzüchten. Oder ich könnte mir eine neue Spitzhacke bauen und dann auch verzaubern und hoffen, dass die mal auf diesen Wert kommt. Und dann die zusammenschmieren oder sowas. Das wäre auch eine Möglichkeit.
auch wenn die ein wenig unrealistisch ist. Und ihr wisst ja, wir müssen nochmal in die Höhle gehen, damit wir neue Diamanten finden. Wäre ganz cool. Vielleicht lade ich mir da mal wieder dann einen Gast ein, dann ist es auch nicht so langweilig da unten in der Höhle. Wobei Höhlen eigentlich nicht langweilig sind, finde ich. Ich finde, es ist immer noch interessant, dass man da gucken muss, wo man eigentlich bleibt. Dass man versucht, irgendwie zum einen reinzukommen irgendwie, dann nicht durch irgendwelche Lava und Monster zu sterben und dann auch erfolgreich wieder rauszukommen. Das ist stellenweise gar nicht so einfach. Weil ich immer noch kein vernünftiges System habe. Also ich hätte System, wie man da sich orientieren könnte, aber kein vernünftiges System. Könnt ihr mich sehen hier? Der schießt auf mich. Das heißt, er kann mich doch sehen. Aber weil er in zweiter Reihe stand oder weswegen? Guck mal, eine Karotte.